So. Du hältst mir deutlich zu viel aus. Und endlich bekommen wir auch mal eine Pille. Wir haben ja in diesem Run auch den Lucky Fruit bekommen. So. Und das ist Bad Guys, ja. Der hätte sich ja gelohnt. Okay, die sind nicht so schlimm. So, einfach mal hier stehen bleiben, damit wir beide gleichzeitig auch kriegen. Ein Herzchen für mich. Okay. So. Noch eine Pille. Ach, jetzt geht's aber los. Hast du mich gehört, was? Dass ich hier ein kleiner Pillen-Junkie bin. Speed-Up. Ach, genau. Das brauchen wir auch. Jetzt haben wir hier zwei Herzen. Das heißt, wir könnten viermal an dem Ding spielen, ne? Genau. Sechsmal. Sechsmal am Automaten da hinten. Wo war der nochmal? Ich glaube, der war links, ne? War dieser Blatt. Oder hier unten sogar. Ja, da ist er. Okay, auf geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Schadikowski. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz die Herzen einsammeln und kaufen uns. Ja, was kaufen wir uns denn? Na, erstmal die Herzen aufsammeln. Warte mal, habe ich richtig gerechnet? Ja, hier sind zwei Herzen, genau. Ich dachte schon, hey, Mann, Moment mal, da oben ist nur noch ein Raum mit einem Herz. Wo sind die anderen? Hollys Gehirn, hast du mir wieder einen Streich gespielt? Aber nein. So, gut. Wo spiele ich denn jetzt dran? Ich denke mal, wir spielen mal an dem blauen Automaten. In der Hoffnung, dass wir dort ein paar blaue Herzen bekommen. Nee, das war nicht der blaue Automat. Der blaue Automat befindet sich dann da links unten. Ah, das zieht sich hier wieder mit den Automaten herumgespiele. Es wäre gut, wenn alles einfach, wenn ich alles durch die... Natürlich will ich den Schlüssel benutzen. Ah, wenn ich alles durch Itemräume bekomme und hier nicht so spielen muss wie ein Idiot. Two of Spades. Spades macht Schlüssel, ne? Genau, Schlüssel war das. Burnt Penny. Das heißt, mehr Bomben werden gedroppt. Und ein blaues Herzchen. Ja. Und ein blaues Herzchen. Ja. Komm schon, jetzt 34 Mal bitte. Okay, das Herz brauche ich jetzt nicht. Oh Gott, wird das jetzt nervig. Und da fliegt sie in die Luft. Okay, whoop, was ist jetzt passiert? Was nehmen wir? Burnt Penny? Ich glaube, mehr Bomben, oder? Mehr Bomben sind ganz okay. Oder? Wie sieht es damit aus? Da sind wir schneller. Ah, oder machen mehr Schaden? Ist alles das Gleiche. Nehmen wir mal Burnt Penny mit für mehr Bomben. Ja, die sind uns später sehr wichtig, wenn wir da wieder auf der Suche sind nach den ganzen Geheimräumen, damit wir Herzen bekommen und so weiter und so weiter und so weiter. So, dann gehen wir jetzt mal hier oben am Automaten spielen. Genau, den... Ja, was machen wir? Schlüssel oder was? Erstmal verdoppeln. Und Schlüssel. So. Hm? Und da spielen wir mal eine Runde. Hm, Pretty Fly. Sehr gut. Ein halbes Herzchen, womit wir am Automaten spielen können. Ich muss sagen, der Lippenstift steht dir, Maggie. Na, funktioniert. Na gut, wir haben ein halbes Herz. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz an dem Automaten spielen. Vielleicht fliegt er in die Luft und bekommt einen Bloodbank. Aber durch Lucky Food ist es ja so, dass es, glaube ich, länger hält, ne? Der blöde Automat. Nee! Aber wir haben das. Nein. Mist. Ja, komm, die 15 Münzen behalten. Die Karte brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ach, Scheibengleiser, ey. Wir haben noch 15 Münzen. Ich will die behalten, falls wir einen Bettler treffen. Ja, ja, ich glaube, das wäre die beste Entscheidung. So, was hatten wir hier? Goathoof? Ja, Burn Penny. Ich will mehr Bomben haben. Ja, das will ich. Auf geht's zum Boss. Und es ist Monstro. Hey, mein Kollege. So. Jetzt muss nur noch Chubby treffen. Ihr kennt ja den Trick schon. Einfach hin und her rennen wie ein Bekloppter. Und hoffen, dass er weiterhin seinen Laser schießt. So. Na, es kann sich hier nur noch um Stunden handeln, bis wir den besiegt haben. Wuppa. Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Komm schon, schieß. Ja, geht doch. Ja, wir haben die Chance auf den Teufelsraum. Auf jeden Fall. Und den bekommen wir aber nicht. Super. Aber wir haben hier ein Herzchen. Und nehmen mal die... Health up. Okay, die Stammzellen. Alles klar, gut. Wollen wir noch etwas hier machen? Ich denke mal nicht. Itemraum waren wir. Da oben spielen 15 Münzen. Na, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Und auf die nächste Ebene bin ich gespannt. The Depths. Gut. Ach du lieber Himmel, jetzt kommt das Ding auch noch, das uns verfolgt. So, natürlich treffen wir nicht. So, komm schon, Itemräume, Itemräume, Itemräume. Oh, Bomben. Sehr gut. Ja, wenn wir jetzt hier beim Teufel, bekommen wir keine Itemräume mehr. Verdammt. So, komm her. Okay. Oh, ist das ein nerviger Raum. Das ist ein nerviger Raum. Das ist echt extrem nervig. Komm hier hoch. Komm her, genau, genau. Kommt her, kommt alle her, verdammt. Ja, Schikowskis. Geht doch. Bisschen Zeit sparen, weißt du? Ups, da habe ich ihn mit dem Cube of Meat besiegt, oder was? Komm her. Genau. Verfolgt mich, ich bin echt lecker und sexy. Du willst mich. So, wow. Cube of Meat, Dankeschön. Oder Pretty Fly, keine Ahnung. Einer von euch beiden hat einen guten Job geleistet. So. Yes. Hört auf zu kreischen, damit komme ich nicht klar. Oh, hi. Zwei sogar. Direkt neben mir gespawnt. Aber ich hab's nicht geschafft. So, gib her mit dem Benny. So. Ein Herzchen haben wir auf jeden Fall. Da ist auch der Itemraum. Super. Und bitte gib mir irgendein krasses Damage-Upgrade. Bitte. Natürlich werde ich verletzt, weil ich da irgendwie so wieder was geplant habe wie sonst was. Keine Ahnung. Mein Gehirn hat gesagt, bleib stehen, das schaffst du schon. Nein, Gehirn. Wir haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Da ist es. Mehr wollte ich doch nicht. Nice. Okay, hier. Polymephifufufus oder so. Wir schießen jetzt langsamer, aber dafür haben wir ordentlich Schaden. Das Maximum ist es auf jeden Fall nicht, ne? Aber wir machen ordentlich Schaden. Yes! Das ist eine gute Sache. Oh Gott. Oh Gott! Jetzt kommt noch der Typ hier mit seinen Verfolgerdrehen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Scheiße, ey. Na komm, wie viel Schaden machen wir? Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Na. Ich kann sie auch nicht zu ihm schieben, das ist das Ding. Ich könnte höchstens irgendwie so versuchen, dass... Ja, genau, so. Perfekt. Und jetzt nochmal in die andere Richtung. Komm, folgt mir. Sehr gut. Haben wir doch noch mit seinen eigenen Waffen besiegt. So, Bomben haben wir jetzt auf jeden Fall wieder dazu bekommen. Das heißt, wir dürfen ruhig verschwenderisch sein mit Bomben. Und deswegen testen wir auch mal hier, ob es hier den Supergeheimraum gibt. Ja, den gibt es. Und hier ist wieder so ein Ding. Okay, daran könnten wir spielen und wieder auf blaue Herzen hoffen. Hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Isaac. Ah, ich will Bomben. Ich will Bomben. Ich will mehr Bomben haben. Bomben sind gut. Ich will auch keinen toten Fisch bei mir haben. Nein, 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 nein. Justice. Hm. Gibt es uns nicht eigentlich noch ein blaues Herz dazu? Eigentlich gibt es doch noch ein blaues Herz dazu, oder nicht? Gut, ich glaube, wir gehen damit mal rum. Guppy's Paw darf ich aber nicht vergessen, wieder einzusammeln. Guppy's Paw. Guppy's Paw. Sonst vergesse ich es. Tut mir leid. So, dann gehen wir mal hier oben. Einfach mal hier clearen, damit wir die Leuchtkugel irgendwie voll kriegen. Ich dachte, die gibt uns auch noch ein blaues Herz. Die Kugel. Schade. So. Und auf Wiedersehen. Ja, wir schießen echt zu langsam, ey. Strength. Okay, nehmen wir auch mit. Warum nicht, warum nicht, warum nicht? So, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5 Räume. Und die haben wir. Oh Gott. So. Klatsch, klatsch, klatsch. Echt nur ein Schuss, oder was? Das ist ja verrückt. So. Ah, leider kein Raum, den wir clearen können. Oh, da ist eine Bombe gedroppt. Oh Gott, die Giraffen wieder. Ich mag euch sehr. Ja. So. Oh ja. Ja, mit den Bomben. Schlüssel haben wir auch 5 Stück. Könnten wir mal reingehen. Blaues Herz auf jeden Fall. Komm, nehmen wir mit. Die Karte schon wieder. Du willst echt mitkommen, ne, Karte? Du willst echt mitkommen. Aber tut mir leid. Bombe im Angebot. Brauchen wir jetzt nicht. Das wäre Geldverschwendung. Wir haben ja hier unseren Dingenskirchen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal hier diese blöden Engel töten. Na, wo? Ah, oh, direkt neben mir, was? Du magst mich, was? Mein neues Parfum, es gefällt dir. Aber das kriegst du nicht. Das steht nur mir. So. Ah, hatte was im Hals. Komm her. Und auf Wiedersehen. Sehr gut. Und hier schon wieder eine Speed-Up-Pille. Ich will aber nicht zu schnell werden, ne? Aber es geht, glaube ich.
Wir sind jetzt nicht kein Speedy Gonzales, aber auch nicht zu langsam. So. Na, Mist, 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 da habe ich ver... Wow. 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 Sehr gut. Und hier ist der Arcade Room. Da könnten wir auch auf jeden Fall mit unserem, wir haben ein Herzchen auf jeden Fall, ne? Irgendwo gefunden. Da liegen auch zwei Herzen rum. Das heißt, wir opfern mal ein paar. So, okay. Nice. Und wir haben das HP-Upgrade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da haben wir echt Glück gehabt. Meine Güte. So, aber ich sag jetzt nicht, dass das ein guter Run ist. Ich werde so oder so am Ende wieder verkacken. So, beim Teufel. Oh, Mann. Bomben wieder. Heilige Mama. So, nehmen wir das oder nicht? Nehmen wir das oder nicht? Nehmen wir das oder nicht? Ich denke mal, nein. Wozu? Brauche ich nicht. Aber wir haben da... wir sind eigentlich ziemlich stark. Wir können es eigentlich ziemlich schnell clearen hier. Komm, mach mal. Ja, Münzen. Okay. Oh Gott. Ja, wir sind echt... Irgendwie sind wir doch ein Speedy Gonzales. Das gefällt mir nicht so sehr. Oh, Kacke. Mist. Den habe ich ganz übersehen hier. Ich dachte vielleicht... Also, ich habe darauf gehofft. Ich hoffe zu sehr. Also, ich verlange Dinge, die eigentlich fast unmöglich sind. Ich dachte vielleicht, ist da eine goldene Kiste drin oder sowas. Und ein Guppi-Teil. Weil jetzt noch Guppi werden, wäre auch ganz angenehm, ja. So, ja, tut mir leid, da bin ich viel zu schnell für euch. Und selbst zu schnell für mich. So. Genau. Und auf Wiedersehen. Ja, und wir bekommen Penny, super. Und haben das hier aufgelevelt, genau, da war ja auch noch was. The Sun. Oh, The Sun ist gut. The Sun hält uns doch und sowas, ne? Ja, die behalten wir. The Depths. Moment mal, jetzt kommt doch, glaube ich, Mom, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und holen uns unsere Guppi-Paw, die ja da oben ist. So, komm her, zack. Zack. Und zack. Hey, damit, dankeschön. Guppi-Sport da auf dem Podest. Dankeschön. Burn Penny, 20 Bomben haben wir schon. Wir könnten eigentlich noch jemand anderes mitnehmen, oder? Wollen wir jetzt Isaac mitnehmen? Weil 20 Bomben sind ja schon eigentlich genug, ne? Isaacs Kopf, wollen wir den mitnehmen? Ich weiß es nicht. Nee, nachher haben wir wieder Bombenmangel und das ist dann auch nicht so cool. So, Burn Penny ist ganz gut. Isaac Set beim nächsten Mal. Ich verspreche es dir. Beim nächsten Mal nehme ich dich mit. So. So, okay. Und du auch noch. Auf Wiedersehen. Flops. 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 Münze. Danke. Bombe. Danke. Und noch diesen Raum. Oh Gott, blöden Engel. Sind das überhaupt? Warum denke ich Engel? Okay, es gibt da so eine Form, die hat Flügel, ja klar. So, ja, auf geht's zur Mom, oder? The Sun haben wir und Guppy's Paw. Und jetzt wird Mom erstmal. Ach, die rote, die ganze Zeit hier drauf haut, oder? War das nicht die? Ja, genau, die haut jetzt die ganze Zeit drauf. Wie eine Irre. Wow. Ja. Ich hätte noch irgendwie schneller schießen können, weißt du? Durch Cancer oder so. Und dann wäre es auch perfekt. Also Krebs würde ich jetzt mitnehmen. Den würde ich dann bevorzugen. So. Bisschen schießen, bisschen ausweichen. Da muss ich mich an meiner Nase kratzen. So. Er ist eine leichte Form von Mom, auf jeden Fall. So, und da ist sie weg. Das Polaroid brauchen wir ja nicht, ne? Weil wir ja zum Teufel gehen. Ja, und hier haben wir Papillen. Speed up. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme die nicht. Das reicht mir ein bisschen. Oh Gott. Ist das ein Zeichen oder was? Ist das ein Zeichen? Soll ich Isaac jetzt mitnehmen? Ist das ein Zeichen? Beim nächsten Mal habe ich gesagt, gut, dann nehme ich dich mit, Isaac Set. Ich habe es dir gesagt, beim nächsten Mal. Und das ist das nächste Mal. Isaac Set haben wir jetzt hier. Hi, der schießt jetzt mit. Wenn wir schon da nur so eine Gruppe haben, dann... Freut sich die Gruppe sicherlich auch, da noch einen weiteren Pups zu haben. Warte mal, waren wir jetzt in diesem Geheimraum oder nicht? Ah, nee, waren wir gar nicht. Oh. Ja, dann komm, dann gehen wir nochmal Richtung Shop, oder? Würde ich sagen. So, dann gehen wir nochmal Richtung Shop und kaufen da ein paar Sachen. Na, so, bleibst stehen. Und zwar holen wir uns jetzt nochmal ganz kurz... Ja, komm, die Map holen wir uns... Ein Bömpchen, wenn es im Angebot ist. Und diesen Schlüssel. Alles klar. Passt. Gut, 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 gut.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Mom. Da gibt es ja noch ein paar Pillen, ne, bei Mommy. Ansonsten haben wir hier alles geklärt, oder? Ja. Ja, alles gut gemacht. Wir können natürlich da ein bisschen spielen auf Automaten, aber wir haben die Bloodbank. Das reicht schon. Was ist das? Bombsack. Tears up. Nein. Das Polaroid brauchen wir nicht, oder? Für Satan? Nein, wir müssen nur... Wir müssen Shaol stand up. Wir müssen defeat Shaol with Maggie. Das heißt, das machen wir jetzt. Auf geht's. Hier ist direkt der Geheimraum. Zum 21 Schlüssel. Und kaum mehr Bomben, ey. Scheiße. Aber ich hab's versprochen. Ich hab's ihm versprochen. Tut mir leid. Versprechen, die gehen über Freundschaft. Keine Ahnung. So, komm, stirb. Und dann Tears Up schießen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller, ne? Gott, sind wir schnell. Kann mich nicht kontrollieren. Und jetzt haben wir Rabatte. Gut, gibt es überhaupt Jobs? Ich weiß es gar nicht. Ach, Mist. 21 Schlüssel. Ja, wären wir jetzt Richtung Truhe gegangen, wäre es ganz cool. So. Ach komm, da tue ich hier Isaacs Head etwas Gutes und werde dann bestraft. Das ist natürlich typisch Isaac wieder. Typisch Isaac. So, du kommst jetzt mal ganz kurz hier... Weiß nicht. Wie machen wir das? Ja, wir haben ihn erwischt. Sehr gut. Was ist das hier? The Stars. Ja, der teleportiert uns dann irgendwo in so einen Bossraum. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Bleib unten, bleib unten, bleib unter mir. Au, verdammt. Nein, bleib unter mir. Scheiße, Mann. Wurde direkt zum Boss gespawnt, ey. Hä? Oh. Was für ein Kampf hier. Auf kurze Distanz, alles klar. Und ja, mit diesem Ding hier. Ach, nein, das ist doch schlecht. Verdammt, das ist schlecht. Ah, Mist, 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 Mist. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Und hier haben wir die Bibel. Gibt sie uns ein blaues Herz oder sowas? Nein, wir können nur fliegen für einen Raum. Ja, die Bibel will ich jetzt aber nicht. Auf geht's. Und, ich glaube, die besiegt den Teufel, ne? Direkt One-Hit oder sowas. War das nicht so? Also, dass sie auch den Teufel... Oh, mein Kopf mixt sich immer alles zusammen und dann ist One-Hit die Bibel alles einfach. So. Okay, und auf Wiedersehen. Boah, bis man sich hier durchgekämpft hat. So, und jetzt müssen wir uns wieder hier durchkämpfen, durch die ganzen Ebenen, wieder zurück. Was müssen wir, The Stars müssen wir uns auf jeden Fall holen. Ah ne, The Sun war das. So. Genau, ein halbes Herzchen auf jeden Fall. Oh oh. Erstmal das Auge in der Mitte vernichten. Mist. Dann haben wir ein Herzchen verloren. Egal, komm. Nicht Konzentration, nicht nachlassen. Weiter geht's. Oh, ein Bücherraum. Gut, gut. Die mag ich auch. Na, kommt hier rein. Kommt hier rein. Genau. Oh, 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 oh. Bleib bloß weg von mir. Dir habe ich mein Herz nicht versprochen. Sondern Keller 2. Oder wo habe ich mein Herz gelassen? Ach, guck mal hier. Seven Sins. Das heißt, wir bekommen auch ein blaues Herz. Ach, nee. Ach so, nee. Aber das gibt uns ein blaues Herzchen. Fusch. So. Wir könnten das auch mal benutzen, um hier durchzu... rennen und das aufzuladen. Ja, ich meine, das Guppies Paw will ich ja eh beim Teufel einsetzen, wenn. Ne? Wenn, dann beim Teufel. Ups. Genau, da haben wir noch ein Herzchen. Sehr gut, 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 sehr gut. Noch 5 Räume, dann können wir nochmal die Bibel einsetzen. Das ist auch eine schöne Sache. Ja, Guppies Paw, ich glaube, das wird echt ein Highlight. Ich werde das, das erste Mal Guppies Paw einsetzen, habe ich auch privat noch nie eingesetzt, weil ich dachte, hey, wozu eigentlich? Aber jetzt merke ich gerade, ja, gegen Ende kannst du eigentlich aus deinen Herzen, kannst du deine Herzen verdoppeln. Aua! Verdammt, und beim Boss kannst du dich ja eh nicht heilen. Verdammt. Uah. Oh Gott. Erstmal alle anschwächen irgendwie. So. Hat ein bisschen rangeknabbert da. Na du, komm jetzt. So. Puh.
Schlüssel brauchen wir nicht, weil wir ja genügend haben. Komischerweise durch irgendeinen blöden Pilleneffekt, aber das ist okay. Aufnahme stoppen, die Aufnahme läuft noch. Gut, 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 gut. Autsch. Verdammt. Jetzt lässt die Konzentration wieder nach, oder was? Ah, da wurdest du nicht erwischt, leider. Mist. So. Ja, wir brauchen echt Krebs oder sowas. Komm schon. Finden wir doch. Hier ist doch bestimmt irgendwo so ein blauer Automat, der uns dann Krebs gibt. Upsi. So, Minzis, danke schon. Shoppy gibt es aber hier nicht, do. Wow. Bin da zu spät ausgewichen, du. So, die Superform hätten wir getötet und die gibt uns nur eine blöde Münze. Und jetzt, au, ja, seht, ich bin zu schnell. Ich wollte eigentlich nur ganz seicht hinterher reden, ganz sanft, ne, weißt du? Ganz seichte. Aber nein. Okay, wir haben Herzen dazu bekommen, sehr gut. Und wir haben da ja noch ein paar rumliegen. So, warum gehe ich jetzt hier hin? Warum? Vielleicht wegen dem Sacrifice Room. Da könnten wir auch mal reingucken, kurz. Der flutscht viel zu schnell weg. War ich da meinen Schüssen aus, oder was? Gehen wir da rein, oder was? Oh. Ärgerlich. Ach, und jetzt zieht doch sogar noch ein ganzes Herz ab. Oh, wow, wow, wow. So, jetzt geht's wieder los. Seht ihr, ich lasse wieder nach. Das will ich aber nicht, und deswegen... Will ich nicht. So. Oh, warte, warte, warte. Warte, nach rechts. Egal. War, glaube ich, so oder so kein super Geheimraum. Hier vielleicht nochmal kurz gucken. Kurz gucken. Tatsächlich. Okay, und hier gibt es... was macht der denn? Der teleportiert mich irgendwie weg, wenn ich da einen halben Schaden bekomme oder sowas, ne? Also, wenn ich noch ein halbes Herz habe oder so, dann teleportiert er mich raus aus dem Raum und... Ist nicht so pralle bei Bossen, wenn du da irgendwie ihn halb besiegt hast, dann raus teleportiert wirst, weil du einen Schaden bekommst. Was mir zufällig passiert ist, ja. Wo war The Sun nochmal? The Sun lag doch hier links, oder nicht? Wo lag das? Ist das The Sun? Genau, The Sun haben wir auf jeden Fall noch. Das Ding ist jetzt aber, wenn ich eh blaue Herzen benutze, ne, dann kann ich ja The Sun... Dann brauche ich The Sun gar nicht. Weil die blauen Herzen kann ich ja nicht heilen. Oh Mist, jetzt bin ich aber in der Zwickmühle hier. So. Ja, damit... Und ein ganzes Jahrzehnt. Eins fehlt uns noch, aber es finden wir nicht hier. Es ist nur ein halbes. Gut, ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Ebene. Gobby's Paw, The Sun haben wir mit. Ja. Jetzt, wo ich mir so überlege, wäre eigentlich ein Stärke-Upgrade viel wichtiger. So, der Boss muss da unten links sein. Was anderes kommt nicht in Frage. So. So. Jetzt teilt er sich auch noch. Flups, na komm schon, teil dich. Das gibt's doch nicht. Wie viel hältst du aus? Uah. So. Ist echt ein Nachteil, dass wir langsamer schießen. Aber wir müssen Polymorphie-Fies mitnehmen. Weil das wäre gut. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Nein, 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 nein. Das zieht mir zwei rote Herzen ab. Nur wenn ich zwei roten Herzen finde, dann vielleicht. So, auf geht's nach links zum Bossraum. Der ist da bestimmt hundertprozentig, du. Da kann ich dir direkt sagen, du, da ist er, ja. Na schön, wie wir die Spinnen einfach mal one-hitten. Das gefällt mir, wenn die one-hitted werden. Und dann zerplatzen wie alte, eitrige Pickel. So. Und du da hinten. Auf Wiedersehen. Münzen und Bomben. 54 Münzen haben wir. Ah. Jetzt die Frage, gibt es hier, aua. Shops? Weiß ich gar nicht. Ja, dort hier haben wir Monster Manual. Benutzt einfach mal. Wen bekommen wir noch dazu? Wir bekommen... Ach, den Engel. Das ist eine gute Sache. Mal Schutz aktivieren. Puh. Weiter geht's. So, dich erkennen wir doch. Du warst doch mal ein Boss und jetzt bist du ein ganz normaler Gegner. Oh, bist abgestiegen, weil du gegen mich verloren hast. Tja, tut mir leid. Oh Gott. Die ganzen Fliegen am Ech, ja. So, alles klar. Her mit der Münze. Und weiter geht's nach unten da. Ach, du teilst dich, ne? Du teilst dich. Da wäre der andere mir lieber hier gewesen. Wobei, das sind ja nicht mal die gleichen. Ne, 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 ne. Ich dachte, der vorher im Raum gehören zur gleichen Gattung wie dieser hier. Naja. Stimmt aber gar nicht. So, nein! Isaac, Kopf. Geht nicht.
So. Und die Fliege fliegt jetzt um ihn herum. Oh nein, Isaacs Kopf. Naja, egal. Zack. Zack. Oh, ist das schlecht zu time hier mit diesem blöden Polymäh-Voice. So, Bomben haben wir jetzt auch nicht so wirklich viele, was nicht so pralle ist. So. Genau, Chubby. Angriff. Und weg mit dir. Ah, da kommt der Wurm. Okay, okay, okay. Ja, den machen wir doch schnell weg hier, oder? Würde ich sagen. Ah, blöd, dass sie keine Lebensanzeige haben. So. Jetzt kommt die Form, wo die einfach nur rumschießt hier. Also er. So. Okay. Ja, machen wir viel Schaden oder nicht? Irgendwie kommt es mir nicht so vor, als würden wir so richtig viel Schaden machen. Alles klar, da unten geht es Richtung Shaol. Ja, was machen wir noch? Gehen wir noch in die anderen Räume und so? Um irgendwie mehr Leben zu bekommen oder sonst was? Ihr wisst ja, wie das immer bei mir aussieht, wenn wir losziehen und mehr Leben haben wollen. Ist hier der Supergeheimraum? Leider nicht. Na komm, diesen Raum noch. Diesen, warum nicht? Vielleicht droppen die mir Herzen oder sowas. Oder wir haben voll viele Münzen. Vielleicht könnten wir die auch irgendwie ausgeben, weißt du? An diesen blauen Automaten oder so. Vielleicht gibt's den hier irgendwo. Ah! Verwandelt der auch eigentlich leere Herzcontainer in blaue Herzen? Das ist meine Frage. Also Guppies Paw. Ob es nur volle Herzcontainer in blaue Herzen verwandelt oder auch nur leere. Puh, die kann ich leider nicht mitnehmen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ja, ich würde sagen, auf geht's in die nächste Ebene, bevor wir noch mehr verkacken. Los geht's. Puh. Da ist der Geheimraum. Blauer Automat, jetzt werde ich Glück. Oh nein, nicht du. Du bist kein blauer Automat. Aber du bist auch nicht die Superform von Greed. Das heißt, du hältst nicht sonderlich viel aus. So, du gibst uns aber was. Und zwar den Magician. Nein, brauche ich jetzt nicht unbedingt hier. Verfolg-Polymer. Die sehen aber cool aus, ey. Sowas dauerhaft wäre schon cool. Ja, sehen sexy aus. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Ah, fuck. Fängt ja schon mal gut an, hier diese blöden Herzen. Puh. Ach du, hi, komm her. Warte mal. Du kriegst erstmal den Cube of Meat ins Gesicht. Flatsch. Flatsch. Bombe. Studieren. Nicht gut. Kommt hier runter, genau. Na, kommt schon hier. Gott. Diese Spannung. So, Bomben. Ja, der muss hier unten rechts sein, der Boss. Ah, guck mal hier. Sexy, sexy. Ah, oh, nein. Brauchen wir nicht unbedingt, Mann. Ach, da ist nur der Buchraum? Scheiße. Na, komm her. So. Ein halbes Herzchen immerhin. Und in den Buchraum. Auf geht's. Teleportive Dummies. Scheiße, ey. Zweimal sogar. Mäh. Nur weil ich gesagt habe, sowas dauerhaft wäre cool. Ist nicht mal dauerhaft. So. Ja, mit Guppies Paw. Scheiße, und der Bossraum ist nicht hier. Das heißt, der ist links. Verdammt. Okay, gut. Der Reiter. Hallöchen. Na, tötest du wieder deine eigenen Leute? So, ja, was wäre ich ohne Chubby, ey? Was wäre ich ohne Chubby? Upp, da können wir nicht rein. Grün ist giftig, ist nicht gut, ist nicht gesund. Zack, zack. Kommt jetzt eigentlich sofort der Teufel oder erst später? Na, wow. Oh Gott, stimmt ja hier. Warte mal, der teilt sich gleich oder so, ne? Und macht erstmal diese Laserschüsse. Teilt der sich oder der Weiße? Der. Es gibt ja einen, der mit dem weißen Gesicht da. So. Na komm schon, so viel Schaden, wie du jetzt abbekommen hast, da hältst du doch nicht mehr viel aus, mein Lieber. Tu nicht so hart. Gib einfach auf. Du bist kein Samurai. Na komm, 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 komm. Wupp, da wären wir fast reingerast. Okay, und her mit dem Schlüssel. So. Ach du, schon wieder. Ja, und in der Mitte ist nichts. Super, wie machen wir das denn jetzt? Muss ich in die Luft sprengen?
nervig. Nervig, nervig, nervig. So. Ups. Nach oben. Der fliegt jetzt die ganze Zeit. Ah, nee, doch nicht. Ne, doch nicht, doch nicht. Das ist jemand anderes. Da habe ich dich verwechselt. Tut mir leid. Opa. Gangnam Style. So. Weg mit dem Kopf. So, wie machen wir das gleich? Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir, ist das schlau, wenn ich mich erstmal heile mit der Sun, weißt du? Und dann, nochmal kämpfe und erst wenn ich da... Oh Gott. So, ein blaues Herzchen, warte. Es zieht uns da Herzen ab, seht mal. Wenn wir das machen. Ich hab's jetzt mal testweise gemacht. Ach, wir müssen uns heilen, oder was? Oh Mann, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auf geht's. Jetzt kommt doch der Teufel, oder? Jetzt kommt er, genau. Hier ist Satan. Ich heile mich gleich erst. Wenn wir erstmal ordentlich Schaden bekommen haben. Wow. So, komm her. Du gehst ja noch in Ordnung. Nur dein Kollege da oben, der macht mir ein bisschen Sorgen, dass er gleich in mich reinfliegt. Scheiße. Schön den Gegner im Auge behalten. Yes! Okay. Okay. Jetzt kommst du, mein Lieber. Autsch. Konzentration, Konzentration. Ah, da hat er gemerkt, dass es hier vielleicht nicht so pralle für ihn läuft. Yes! Jetzt kommt die Superform hier. Auf geht's. Komm her. Autsch. Mist. Ah, Mist. Das Sun einsetzen. So. Sollte kein Problem sein, Mann. Das sollte echt kein Problem sein. Und da ist er tot. Guardian Angel, es appeared in Basement. Ach, deswegen kriege ich ihn nie, weil ich ihn gar nicht freigeschaltet habe. Upsi, dupsi. Alles klar, gut. Dann heißt es, wir haben jetzt hier mit Maggie endlich Shaol geschafft, haben was freigeschaltet. War okay, der Run. War jetzt nichts Besonderes. Nichts, was man sich so, hey, wow, du hattest dies und das und wow. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Holly.